Wirtschaftsdialog TV, präsentiert von der Tiroler Sparkasse. Was zählt, sind die Menschen. Wasser bedeutet Leben. Jeden Tag brauchen wir es. Zum Duschen, Zähneputzen, Kochen und zum Trinken. Doch wie kommt das Wasser eigentlich zu uns in den Wasserhahn? Um dieser Frage nachzugehen, spreche ich heute mit dem Geschäftsführer der Gemeindewerke Telfs, Christian Mader, und dem Eigentümervertreter Christian Herting. Herr Herting, die Gemeindewerke Telfs haben 34 Quellen, aus denen Wasser gewonnen wird. Wie sehr schätzen Sie diese Versorgung für die Gemeinde? Ich glaube, dass Trinkwasser das höchste Gut ist, was man überhaupt haben kann. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir 34 Quellen haben und dass wir durch unseren Hausberg Hohemunde gut mit Wasser versorgt sind. Und die Gemeindewerke setzt das natürlich in die Tat um und baut da Netzinfrastruktur auf. Seit 28 Jahren nun sind die Gemeindewerke von der Gemeinde separiert. Welchen Vorteil hat denn diese Auslagerung? Also die Gemeindewerke Telfs ist eine 100%ige Tochter GmbH der Marktgemeinde Telfs und kann damit natürlich privatwirtschaftlich agieren, kann in verschiedenen Sparten tätig sein und hat somit natürlich auch einen dementsprechend anderen Status, wie wenn das die Marktgemeinde Telfs als Hoheit machen würde und ist somit wirklich im privatwirtschaftlichen Umfeld eigentlich in verschiedenen Sparten tätig. Vielen Dank, Herr Herting. Und mit Herrn Mader schaue ich jetzt, wo das Wasser in Telfs entspringt. Hier geht jetzt also der Weg des Wassers los. Das Wasser kommt direkt aus dem Stein, aber wo muss es denn dann noch hin? Ja, das Wasser entspringt direkt aus der Quelle und wir haben hier in St. Veit, im Quellgebiet St. Veit, die Besonderheit, dass wir nach der Quelle sofort eine Quellstube haben, direkt angebaut, in der das Wasser zum ersten Mal gesammelt wird, wo sich allenfalls noch kleine Steinchen und Teile absondern. Und von der Quellstube führt dann direkt eine Leitung in die Hochbehälter, wo das große Volumen im Wasser liegt und wo das Wasser dann eigentlich gespeichert wird und von dort dann zu den einzelnen Haushalten und zum Endverbraucher gelangt. So was haben wir uns ja gerade angeschaut, diesen Hochbehälter mit den ganzen Leitungen. Welcher ist denn der neueste bei euch? Ja, wir haben heuer die Fertigstellung unseres Hochbehälters Dandl 2 feiern dürfen. Und das freut uns ganz besonders, dass wir jetzt einen hochmodernen und sehr großen Behälter in Telfs wieder zur Verfügung haben. Und dieser stellt jetzt eigentlich die Versorgung für die nächsten 30 bis 50 Jahre auf jeden Fall wieder sicher. Wie ist es denn mit der Trinkwasserqualität? Wird das jährlich überprüft oder zweimal im Jahr? Unser Trinkwasser wird laufend kontrolliert. Einmal jährlich ist auch vorgeschrieben. Wir werden von einem externen Unternehmen auf die Hygiene kontrolliert. Es wird von allen Quellfassungen, von allen Behältern, von den Leitungen, überall Wasserproben werden entnommen und diese dann entsprechend nach ihrer Qualität bewertet. Wir sind in Delft in der glücklichen Lage, dass wir alle Quellen und alle Wasservorräte unbehandelt lassen können. Also wir haben so sauberes und qualitativ hochwertiges Wasser, dass wir keine Behandlung vornehmen müssen. Und das macht uns sehr stolz, aber es erfordert auch sehr viel Aufwand und Sorgfalt bei der täglichen Arbeit, bei der Instandhaltung und Wartung aller Anlagen, damit dieser Zustand auch beibehalten werden kann. Die Gemeindewerke Telfs haben neben der Wasseraufbereitung noch weitere Sparten. Gibt es da neben der Gemeinde noch weitere Investoren im Unternehmen? Ja, wir können natürlich nicht alles immer mit Eigenmitteln finanzieren und daher sind wir auf entsprechende Partner angewiesen. Die Tiroler Sparkasse zählt hier zu den verlässlichsten Partnern der letzten Jahre. Wir haben immer wieder Fremdmittelbedarf für entsprechende Investitionen und haben mit der Sparkasse einen sehr, sehr verlässlichen Partner zur Seite und freuen uns immer wieder, dass wir gemeinsam große Projekte umsetzen dürfen. Und für alle, die sich einmal selbst informieren wollen, die können am 23. Juni zum Trinkwassertag nach Telfs kommen. Da ist die Einweihungsfeier des Dandl 2, der steht dann auch zur Besichtigung offen. Wirtschaftsdialog TV wurde präsentiert von der Tiroler Sparkasse. Was zählt, sind die Menschen.